Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal wieder aus meinem Wohnwagen. Und dabei habe ich die Powerstation von Alpha S. Die habe ich euch inklusive der 200 Watt faltbaren Solarmoduls, habe ich euch das schon mal vorgestellt. Unboxing-Video, mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen haben wir bei dem Video. Würde ich euch gerne in die Videobeschreibung verlinken. Heute soll es hier um das Video gehen, der eigentliche Einsatzort. Das ist hier der Campingplatz, der Wohnwagen. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man mal keinen Bordstrom entsprechend hat mit sowas oder wenn der Bordstrom auch schon mal ausfällt, das kann ja auch schon mal sein, der ein oder andere Campingplatz, da soll das schon mal vorgekommen sein. Ich kann da ja ein Liedchen von singen. Und dann ist es interessant, sowas zu haben. Ich hatte vorher eine kleinere Powerstation mit 600 Watt, das war mir aber dann doch zu wenig, weil es immer wieder mal Situationen gab, wo man sagte, jetzt müsste es aber doch noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen. Und darum habe ich mich jetzt für eine größere entsprechend entschieden. Hier die von Alpha S ist angegeben mit 1060, 1070 Watt normaler Leistung. Das heißt also 1000 Watt könnt ihr hier permanent rausziehen. Ein Peak hat die von fast 2000 Watt. Ich habe nämlich dann auch mal bei dem Video, das ich euch gerade beschrieben habe, was ich euch verlinke, auch mal zum Beispiel Geräte dran geschlossen von 1200, 1300 Watt, die sie eigentlich nominal nicht macht. Sie läuft aber trotzdem weiter. Also die Angaben vom Hersteller sind, und das haben mir auch die Kollegen, die hier bei YouTube diese Anlage, diese Powerstation auch schon getestet haben, auch nochmal bestätigt. Also hier steckt tatsächlich etwas mehr drin, wie vom Hersteller angegeben. Das finde ich immer sehr, sehr positiv. Meistens fast immer umgekehrt, aber hier ist es mal ganz positiv. Ganz kurz, die Erfahrungen haben wir gemacht. Wir haben sie jetzt erst seit ein paar Wochen hier, haben aber schon relativ gute Erfahrungen gemacht, gerade beim Reisen natürlich, wenn man nicht immer auf dem Campingplatz mit Bordstrom entsprechend steht, ist das natürlich super interessant. Aber auch wenn ihr auf dem Feststellplatz, wir nutzen die auch auf dem Feststellplatz, weil auf dem Feststellplatz haben wir, zahlen wir glaube ich im Moment 55 oder 60 Cent pro Kilowattstunde Strom. Ist nicht wenig. Gut, man braucht in so einem Teil nicht viel, aber im Moment ist es sehr heiß. Die Klimaanlage läuft fast immer, der Kühlschrank natürlich auch. Und dann verbraucht man dann doch ein bisschen. Und dann ist es natürlich sehr interessant. Wir haben jetzt, der Vorteil ist eben, es ist mobil. Das heißt, wir können es immer da hinstellen. Das heißt, dieses Panel habe ich euch auch gerade am Anfang des Videos gezeigt. Halt dann immer in die Sonne stellen. Das heißt also, wenn die Sonne da anfängt, fangen wir morgens an, Strom einzufangen, Strom zu ernten und hier rein zu laden oder eben dann direkt laden und gleichzeitig auch den Strom hier wieder rausnehmen. Denn ihr könnt hier sehen, wir haben jetzt drei Schuko-Steckdosen. Nochmal natürlich bis 1000 bis 1100 Watt, mehr nicht an Dauerleistung rausnehmen. Dann haben wir aber auch hier die Möglichkeit, verschiedene Handys oder alles, was mit USB oder USB-C geladen wird. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Netzteile einzuspeisen. Das heißt, ihr könnt ja auch eure Handys natürlich einspeisen. Diejenigen, die unter euch ein Handy haben mit Induktionsladung, könnt ihr das einfach hier oben drauflegen. Hier oben haben wir zwei Induktionsladeteile, das heißt einfach die Handys hier oben drauflegen. Ist natürlich super interessant, wenn ihr halt mal keinen externen Strom habt. Und diese 1000 Watt, kann ich euch sagen, da könnt ihr auch schon mal die Kaffeemaschine mitlaufen lassen. Das war nämlich das Problem bei dem kleineren. Die Kaffeemaschine läuft zwar nur mit um die 1000 Watt, das kann der sowieso, aber wenn ihr die einschaltet und wenn ihr anfängt erstmal aufzuwärmen, der Peak, den eine Kaffeemaschine meistens zieht, der ist dann, kann dann auch schon mal 14, 15, 16 1600 sein und die kleineren raffen das nicht. Der hier kann das. Also die Kaffeemaschine überall, wenn das Ding voll ist, funktioniert. Mm-hmm.
Wie gesagt, mit den Modulen 200 Watt Solarleistung ist das Teil auch an einem Tag auch wieder komplett voll. Das heißt, dann habt ihr gar nichts dafür bezahlt. Bei uns ist es meistens so, dass wir das Gerät gerne voll haben und dann eben mit auf die Reise entsprechend nehmen, damit man eben irgendwas hat. Es ist natürlich jetzt wiederum, viele Camper sagen, oh, Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ja, sowohl die Module als auch hier dieses Teil, da könnt ihr dann etwa, das hier sind etwa 6, 7 Kilo, das Modul selber, dann habt ihr etwa 10 Kilo. Ja, wir wollen ja immer beim Campen wenig Gewicht haben, gerade wenn wir unterwegs sind. Aber ja, irgendwas ist immer. Aber mir ist es lieber, also ich kann das sehr gut nutzen und das ist eins der Teile, die, wenn man sie mal genutzt hat und wenn man sie mal wirklich gebraucht hat, man auch richtig gut zu schätzen weiß. Das heißt, ich gebe das Teil auch nicht mehr ab. Wenn überhaupt, dann noch eine entsprechend größere. Von Alpha S gibt es auch eine 2000 Watt und dann 2800 Watt Peak. Aber im Moment kommen wir hiermit relativ gut klar. Sie macht das, was sie soll und vor allen Dingen, sie hält den Strom auch sehr lange. Das heißt, wenn wir das mal vollgeladen haben und haben das Ding dann auch nur mal zwei, drei Wochen irgendwo in die Ecke gestellt und gar nichts damit gemacht, dann hält das die 100% oder sagen wir mal die 99% Akkustand auch entsprechend auf. Und das Schöne ist, wie gesagt, dieses Teil hier von sehr vielen Kollegen hier empfohlen, ist mehr drin an Leistung, an Akkukapazität als vom Hersteller angegeben. Das ist schon mal ein Lobvideo wert und wird euch auf dem Laufenden halten, wenn es dann weiterhin irgendwelche guten oder schlechten Nachrichten darüber geht. Im Moment können wir nur gute Nachrichten darüber, kann ich nur gute Nachrichten letztendlich darüber kundtun. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr, wie gesagt, das Unboxing und das Video, wo ich ganz viele Sachen hier vorne dran angeschlossen habe, wenn ihr das sehen wollt, gerne in die Videobeschreibung reingucken. Den Link findet ihr dort. Und ansonsten wird es über den Wohnwagen hier, über das Camping, sehr viele weitere interessante Videos geben. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dann dabei bleibt. Also gerne den Kanal abonnieren. Gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Und nochmal überlegen, auch für zu Hause, nicht nur beim Camping, für zu Hause, wenn mal der Strom ausfällt, es kann immer mal letztendlich sein, dann hat man sowas. Preislich liegt sowas irgendwo zwischen 12 und 1500 Euro. Die Powerstation alleine kann man kaufen, liegt so um die 800, 900 und das Solarmodul 200 Watt liegt bei 300, 400 Euro. Die Preise ändern sich immer, schaut da einfach mal rein, die Kauflinks zu Amazon, da wo ich letztendlich auch immer nachschaue, setze ich euch gerne in die Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein. Nochmal positive Bilanz bis jetzt. Und wie es weitergeht, könnt ihr hier auf dem Kanal gerne dann auch erfahren, auch zu anderen Themen. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Camping und wünsche euch eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin, macht's gut, tschüss.